So, 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 so. Wir haben 5 Karotten. Das reicht nicht, um uns voll zu machen. Ich klau mal hier und guck, was die Schweine machen. Nichts. Danke, liebe Schweine. Oh, sehr gut. Ja, doch, 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 doch. Das sieht richtig gut aus jetzt. Wir können nach und nach einzelne Schweinchen, die sich im Wald verirren, umbringen, um an deren Ressourcen ranzukommen. Wir können deren Essen klauen. Wir sind echt voll der asoziale Wilson, aber wir werden überleben. Das ist das Wichtigste oder so ähnlich. Er braucht schon Menschlichkeit, er braucht Würde, damit er überleben kann und so ähnlich. Du, dein. So, solange du noch brennst, kochen und du bist aus. Okay, mit. So. Und dann, achso, ist anderes Material. 1, 2, 3, 4. So, so. Das reicht, glaube ich, erstmal. Also, was brauchen wir? Wir brauchen geschliffene Steine. Und zwar ziemlich viele davon. So, wir brauchen ganz viel Essen. Das brauchen wir sogar noch. Oh, was, eine Flattermaus? Ja, das ist natürlich an unserem neuen Spot hier nicht ganz so toll. Wenn wir mal rauslaufen auf den Höhlen und Monster mitbringen, dann hängen die wohl auch hier in der Nähe ab. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir dadurch ein bisschen an Dünger rankommen. Weil, wo es wohl doch keine Yaks mehr gibt, oder wir einfach keine finden, ist das unsere beste Quelle, um an Dünger ranzukommen. So, jetzt hätte ich gerne Steinmauern. Ja, super. Wir können es nicht da in die Ecke ranbauen. Aber. Geh mal weg. Dahin. Und dann probiere ich gleich mal da rumzugehen, ob das geht. So. Guter Anfang für eine Mauer. Und wir können einfach drum herum gehen. Also müssen wir trotzdem hier auch noch eine Mauer langziehen. Das ist nicht so schön. Du kommst da auf den Boden. Dünger kann erstmal hier hin. Das wird keiner klauen. So. Das wird aber Lärm machen. So, was ist mit der Forschungsmaschine? Forschungsmaschine 1. Brauchen wir ein Gold für. Hatten wir Gold nicht mitgenommen? Nee. Wir hatten Gold aufgehoben und sind damit dann in das Schweinenest reingelaufen. Ja, das war auch ein super Plan. Das heißt, wir müssen morgen zum Schweinekönig und ihm irgendwas zu essen geben. Das Monsterfleisch nimmt er, glaube ich, nicht. Das wäre zu einfach. Aber gut, bauen wir ein bisschen die Mauer weiter. Damit wir es wenigstens so hinbekommen, dass, wenn wir angegriffen werden, wir Strukturen haben, um die wir rumlaufen können, um Zeit zu schinden. So. Zing. Oh, und am besten auch gleich die Ecke. So. Damit sich da was verfangen kann. So. Zing, zing. Wie viel Platz brauchen wir eigentlich? Ich weiß noch nicht, ob das die neue Hauptbasis werden soll. Ich will erstmal nur einen kleinen Rückzugsort haben. Um wieder Fleischstatuen aufzubauen, vielleicht ein, zwei Farmen aufzubauen, den Winter zu überstehen. Ich glaube, wir haben keine Zeit, ein richtig gutes Lager zu bauen, geschweige denn noch ein anderes irgendwo anders für den Winter. Aber die Schweine müssten eigentlich eine gute Möglichkeit sein, den Winter zu überstehen. Ich meine, wir können sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag töten, wenn wir denn stark genug sind. Und die haben die ganzen Karotten auf dem Boden. Warte mal, wo Karotten? Kochen. Kochen. So, jetzt müssen wir dem was zu essen anschaffen. Oh, warte mal, Bumerang. Ich probiere mal nochmal den Bumerang aus. Und zwar versuche ich ihn zu fangen. Aha! Ich weiß nur nicht, ob ich es mit der linken Maustaste gemacht habe oder mit... Probier mal Leertaste. Ja, geht mit Leertaste. Wow, das ist ja richtig schick. Aber die haben leider kein Fleisch dabei. Das fliegt ganz weit weg, das Fleisch. Oh ja, ich glaube, das Fleisch müsste okay sein.
Aber wenn das jetzt mit Leertaste geht, ist der Bumerang ja doch recht praktisch. Man muss halt nur im richtigen Zeitpunkt drücken. Und wenn es dann im falschen Zeitpunkt nicht gedrückt wird, ist man tot. Durch den eigenen Bumerang. Das finde ich so schön. Oh ja, du, bitteschön hier in einem Essen. Gib uns Gold für eine Forschungsmaschine. Sehr schön. Und da ist ein Dreier-Ei. Da kann so ein Monster-Ding rauskommen. Oh, warte mal. Wenn da so ein Monster-Ding rauskommt, würden sich die ganzen Schweine raufstürzen. Und entweder bringen die Schweine das Monster-Ding um, was toll wäre. Oder das Monster bringt die Schweine um, was auch toll wäre. Hihi. Ja doch. Also die Location mag ich von Minute zu Minute mehr. Ja, ja. So, geistige Gesundheit wird auch langsam. Hier sind richtig viele Hütten verteilt. Ha, okay. Wow. Ich war doch ganz schön weit weg. Wir gehen hier schon. Ganz ruhig. So, Gras. Gras brauchen wir noch ein bisschen mehr. Für Fallen. Um die Hasenohrenschützer zu basteln. Die flattern alle wieder rein. Sehr schön. So, so, so. Komm mit. So. Lass einfach hier liegen. So, wir hätten jetzt gerne die Forschungsmaschine. Nummer 1. Oh, warte mal. Können wir direkt die zweite bauen? Ja, können wir. Dafür bräuchten wir sehr viel Gold. Ja, nee. Nehmen wir erstmal die erste. Dahin. So. Potato-Kopf-Ding dahin. Ja, Ausgang der Basis. Es gibt keine Tore, die man bauen kann, oder? Das wäre schick. Aber glaube ich irgendwie nicht. Oh, und hier hätten wir sogar Gold. Warte mal. Big Axe. So. Ding, 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 ding. Ein Gold. Ja. Also 6 Gold brauchen wir. Das Flint brauchen wir nicht wirklich, aber die Steine können wir benutzen, um die Mauer weiterzubauen. Wir können ja auch mehrere Ringe von Mauern bauen und so dafür sorgen, dass Gegner nicht ganz zu uns hinkommen. Also, dass wir jetzt die Mauer runterziehen und dann ist hier ein Eingang. Dann bauen wir die Mauer da hoch und dann ist da ein Eingang. Das heißt, auf direktem Wege kommt keiner rein. Obwohl ich nicht weiß, wie die Computergegner das da machen. Also berechnen. Stickies für mehr Fallen. Warte mal, haben wir schon genug für eine Falle? Jo. So, wir hätten gerne dich. 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 Da. So. Ra, 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 ra. Zing. Hahaha. Ja gut. Dich wieder aufstellen. So. Hase Nummer 1. In ein, zwei Tagen kommt Frau Hase raus, dann haben wir Hase Nummer 2. So, Nacht bringt auch demnächst an. Geistige Gesundheit ist so lala. Wir sehen schon ab und an wieder Schatten. Nicht so schön ist. Holz. Holz brauchen wir auch noch. Axt. So, wir sollten noch eine kleine neue Holzfarm hier anlegen. Also Holz-Kohle. Je nachdem, was wir gerade brauchen. Wir brauchen noch eine Schaufel. Das können wir jetzt hier auch bauen, dank dem Dingens. So, wir hätten gerne einen Baum. Und einen Baum. Und einen Baum. Und einen Baum. Es wird dunkel. Können wir noch irgendwas machen vor der Dunkelheit? Wir könnten noch einen Stein zerkloppen. Und da. Wir nehmen Gold. Ah, 2 Goldstücke. Es fehlt nur noch einer. Na gut, hilft nichts. Ist hier immer noch so ein großer? Oh, Fledermaus. Ganz lieb. Ganz lieb. Geht Bumerang. Was zur Hölle? Au. Nein. Das meine ich mit dem ungünstigen Zeitpunkt. So, Axt in die Hand. Die zerhacken echt mein... Die sind nicht so wirklich aggressiv.
Also uns greifen sie nicht an, aber die zerstören unsere Gebäude. Okay, mach mal Licht an, vielleicht verschreckt die das ja. Da. Rocky Turf. So. Hey, hey, jetzt geht weg. Ich treffe die nicht. Aha. Oh, okay. Menno. Nicht schön. Bumerang lassen wir liegen. Der ist gemeingefährlich. Wir hätten gerne das hier. Oh, njam, njam, njam. Wir hätten gerne Monsterfleisch. Nee, noch nicht. Wir hätten gerne viele Steine. Dann machen wir da oben den Eingang dicht oder zumindest schwerer begehbar. Oh, Strukturen, Steinwand. Okay. Da. Nee. Ich würde das gerne ziehen können. Da wollte ich eigentlich keine Kurve machen. Zing, 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 zing. So. Oh, ist das Zappenduster. Ja, Kurve machen muss warten bis morgen. Wir brauchen jetzt erstmal mehr Licht. So. Wir brauchen mehr Gras für Seile und Fallen. Wir brauchen mehr Stein für mehr Mauern. Weil die reichen nicht. Warum kann ich hier nicht? Doch, da kann ich jetzt bauen. So, schubsen wir das alles mal hier rein, ist okay. Dahin. Hier ist noch ein Knick. Damit die Maschine drin bleibt. So. Und das muss fürs Erste reichen, damit wir hier noch so einen kleinen Ausgang haben. Also im Idealfall laufen die hier gegen und finden keinen direkten Weg. Was ich irgendwie unwahrscheinlich finde, aber ja. Also, Essen. Essen, 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 Essen. Ist wichtig. Der Bumerang ist gemein. Ich mache mir immer Hoffnung, dass ich damit gut jagen kann und dann... Nee. Also, Holz, Stein, Essen, Gras, Gold. Sonst weiß ich gerade nicht. So, so, so. Frau Hase ist noch nicht raus, okay. Das nehmen wir mit. Irgendwo ein Goldstein. Da ist ein Goldstein. Zing. Dong, 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 dong. Sehr gut. Rocks kommen auch alle mit. Flint können wir eigentlich liegen lassen. Und das dauert zwar nicht lange aufzuheben, aber ich sollte mir das echt abgewöhnen. Immer wenn ich rumlaufe, sammle ich alles ein, was ich sehe. Auch wenn wir das meiste davon gar nicht so wirklich brauchen. So, also wir könnten jederzeit bei den Schweinen das Essen stehlen gehen. Aber ich weiß, wenn wir das jetzt machen, werden wir den Winter nicht überleben. Und ich denke, so langfristig werden wir schon denken müssen. Auch wenn wir jetzt kein Backup-Billy mehr haben. Also wir haben ja zwei von diesen Steinen angetatscht. Und sind jetzt zweimal aufgetaucht. Ich glaube nicht, dass da ein dritter Stein war. Heißt, wir müssen jetzt so lange durchhalten, bis Wilsons Bart lange noch ist. Und dann müssen wir ganz schnell weg hier zu diesem Maschinending hier unten und da alle Teile zusammenbasteln. So. Oh, Samen sind gut. Samen scheinen momentan das Einzige zu sein, womit wir uns richtig ernähren können. Gold. Brauchen wir für noch was anderes außer die Forschungsmaschine Gold? Für das bessere Werkzeug, ja. Hm, das ist nur so bedingt wichtig, das bessere Werkzeug. Ne, komm, Goldsteine lassen wir jetzt auch erstmal außen vor. Also Gras, Stickies, Essen. Essen, Essen, Essen ist wichtig. Ganz wichtig. Kein Platz mehr. Okay, wir schmeißen dafür eine rote Feder weg. Das ist vertretbar. Ja. Ganz viele Goldsteine. Und ich habe nicht den Verdacht, dass wir hier was zu essen finden werden. Oh, warte mal doch. Dich finden wir. So. Und dafür lassen wir einen Stein hier. Und das Ding... Oh, 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 oh.
Das Ding werfen wir jetzt nicht neben das Feuer, sondern wir braten es gleich. Warum bist du schneller als ich? Genau, bleib mal schön da hinten. Kratz den Boden oder was auch immer.